Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich habe eine Todeswurzel abgegeben in der letzten Folge und es wurde sich gewünscht, dass ich mal auf den da draußen draufhau. Das gucken wir uns gleich an. Ich drück dem aber noch die andere Wurzel. Bestialische Schlinge. Okay. Was ist das? Ja, Chris. Ja. Da muss das, wie gesagt, also das muss der Streamer auf jeden Fall im Blick haben. Oh, die könnte ich sogar benutzen. Schneudert schnell viele scharfe Steinsplitter. Ah. Für YouTube, wir waren gerade ein bisschen am Reden darüber, wie man am besten die Werbung handelt auf Twitch. Ja, eben doch. Wenn man mal was fragt oder jemand anders, man bekommt die Gespräche nicht mit, dann... Nee, ja, aber als Streamer musst du halt einfach sagen, jetzt kommt Werbung und dann deine Werbung schalten und dann halt für die 30 Sekunden, eine Minute, keine Ahnung, gehst du auf Toilette und wenn du wiederkommst, dann machst du weiter. Also ich finde schon, dass der Streamer dafür verantwortlich ist. Und du kannst ja die Werbung auch einfach ein bisschen verzögern um ein paar Minuten. Also eigentlich. Eigentlich sollte das schon gehen. Ah, Moment. Nee, erst leveln. Moment. Was habe ich gesagt? Glaube, ne? Mitten im Highlight Werbung schaltet. Wie gesagt, also ich kann das verzögern. Ja, dann müsste ich halt auf Werbung verzögern drücken oder sie. Wow! Mit einem Schlag macht er mir einfach. Wow, okay. Easy One Heaven, ja, richtig. Kann ich jetzt meine 4000 Seelen noch holen oder ist der jetzt böse auf mich? Ist schon klar, dass du mich meinst. ja, der ist erstmal noch nichts für mich. Gut. Ich glaube, ich sollte mal ganz kurz in den Hub zurückschauen, nachdem ich jetzt da unten den Süden geklärt habe. You've met Garank, I take it. Yep. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Über die. Heißt der die? Ah ja, die Jäger der Toten.
Anrufung studieren. Heiligschaden verursacht. Verzaubert die Waffe der rechten Hand mit Heiligschaden. Aha, okay. Weisheit, Glaube. Ah, nice. Chris, alles klar. Schön, dass du da warst. Bis dann. So. Hast du mir was Neues zu sagen? You. What is it? Nee. Okay. Ich bin minimal irritiert. War das hier unten nicht irgendwie ein... Storyline-Gegner? Huh. Na gut, dann gehen wir doch wieder hier hoch. Also hier unten gibt's noch ein bisschen was zu entdecken. Gucke ich mir noch an. Aber jetzt gerade eben habe ich Lust, wirklich zu einem nächsten größeren Boss zu kommen. Heilige Träne. You're tarnished, aren't you? Then perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Glintstone sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. 10 Runen, ja. Bless you, bless you. You are a true saint. My name is Tobes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only, none of them are particularly great. Okay. Sternenlicht. Er schafft ein Sternenlicht, das die Umgebung beleuchtet. Oh, das ist cool. Das könnte ich früher oder später mal brauchen. Weisheit 15. Warum nicht einfach jetzt schon kaufen? Das gefällt mir. Danke. Die Arzneiflasche. Ja, Moment, jetzt mal. Wer hat mir jetzt nochmal von der Arzneiflasche erzählt? Kann ich das irgendwo nachschauen? Das muss ich doch irgendwo nachschauen können, oder? Hülle des Wissens, Orte der Gnade. Doch, wo es die gibt? Irgendwer hat gesagt, im Westen von bla bla, keine Ahnung, Brücke, was war denn das nochmal? Irgendeiner hat mir davon erzählt, auf irgendeinem Wald, Dorf, westlich von irgendeinem, nicht da. Okay. Oh, wer hat mir denn jetzt... Warum kann ich... Von Heiligflaschen?
Oh. Kann nach Erholung an einem Ort der Gnade verwendet werden. Hat er vielleicht gesagt, irgendwie westlich hiervon? Das sieht irgendwie spannend aus. Ah, also Chat sagt, ich soll lieber noch ein bisschen hier erkunden. Hier den Bereich. Na schön. Wenn das eine wichtige Sache ist. Ich erkunde ja gern, also... Müssen nicht, nee, ja, okay, aber... Oh, warte mal. Die Suche nach dem Heilmittel. Ah! Okay. Darum geht's. Ja. Vor allem die Folge. Ich bin jetzt, glaube ich, schon... Das ist jetzt schon die dritte Folge, die ich... Ich habe ja in der ersten Folge von meinem Leiden erfahren und bin seit 4 Stunden auf der Suche nach Heilmitteln gegen Cholera. Tuberkulose. Opferzweig. Was? Opferzweig? Wirklich? Jetzt wird's langsam gemein, Leute. Jetzt wird's langsam gemein. Vorsicht. War ich hier schon? Nee, ne? Also das ist der umgekippte Wagen, glaube ich, oder? Nee, warte mal. Doch, da bin ich mal vorbeigeritten, glaube ich. Glaube ich. Jetzt wird es auch noch neblig. Das hilft natürlich super, wenn man nach Sachen sucht. Was geht hier ab?
Flasche der wundersamen Arznei. Kristalltränen findet ihr am Fuß niederer Erdenbäume und an anderen Orten des Zwischenlandes. An Orten der Gnade könnt ihr zwei Kristalltränen in der Flasche der wundersamen Arznei mischen. So lassen sich Elixiere herstellen, deren Effekt ihr selbst bestimmt. Purpurrote Kristallträne. Flasche der wundersamen Arznei. Sorry. Noch eine heilige Träne. Let's go. Über dieses Menü könnt ihr zwei Kristalltränen in der Flasche der wundersamen Arznei mischen. So lassen sich Arzneien herstellen, deren okay. Regeneriert Hälfte der Gesamt-LP. Hä? Verbessert aufgeladene Angriffe kurzfristig. Kurzzeitiger Ausdauerschub. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika. Who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Ja, erzähl mal. Very well. In Marika's own words, my lord, and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar. Where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in lieu of a maiden's guidance. What? Ich hab keine. Okay, nee, keine. Ich. Nee. Ich hab nicht ganz verstanden, was du erzählt hast, ehrlich gesagt. Ich hab den Debuff immer noch. Ich dachte, die heilt mich. Ach, Leute. Ah, oh Gott, ist das unglaublich, was jetzt hier, wie detailliert dieses Spiel einfach ist und so. Ah. Okay, warte mal, hier wäre jetzt, hier hätte ich jetzt noch hingehen müssen, glaube ich. Das sieht doch nach so einem Bäumchen aus, sowas ähnliches wie hier. Ja. Vielleicht wäre dort eine Heilung für meine Krankheit. Dann gehen wir halt doch dorthin. Ich komme einfach nicht weiter. Wegen dieser blöden Krankheit. Weil sie mich verfolgt. Was ist das? Und dann muss ich sowas lesen. So schlimm. Jetzt, ich hätte es ja gar nicht bemerkt, wenn nicht der Viktor vorhin meinte, warum hast denn du einen Debuff? Und dann ging's los. Und seitdem bin ich auf der Suche nach Hilfe. Oh.
Und ich klammer mich gerade an jeden Strohhalm, damit ich diesen Debuff loswerde. Ja, okay, keine Ahnung. Bin vielleicht auch einfach dumm oder so. Ich will höher, höher, höher. Ah, schade. Bin ich wieder hier. Alles gut. Lost? Lost oder überempfindlich? Ich spiele das erste Mal dieses Spiel hier. Ich habe keine Ahnung. Ja, der Debuff ist jetzt... Der wird mich wahrscheinlich nicht umbringen, ne? Also, ich werde damit schon irgendwie überleben. Was ist das hier? Ah, du bist doch nochmal so ein Wurzelding. Oder? Nee. Niederer Erdenbaum. Avatar des Erdenbaums. Ich wollte hier nur kurz durch. Ja, die Arzneiflasche habe ich aber auch nur gefunden, weil ihr mich zurückgehalten habt, beziehungsweise Thorsten. Ja, natürlich stirbt der jetzt. Ich suche nur eine Gnade oder irgendwas in der Nähe. Wobei, hier wird wahrscheinlich auch eine... Aua. Hier wird wahrscheinlich auch irgendwo so eine Statue sein, oder? Hoppla. Ist hier irgendwo eine Statue? Kann ich das gerade sehen? Okay, hier ist eine Statue, sagt ihr. Ah, da ist sie. Okay, alles klar. Na dann. Let's go. Was willst du denn jetzt? Ja, würde ich nämlich auch sagen, mein Guter. Ich hab den Buff der... Ah, ich sehe. Autsch. Wow. Wow, 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 wow. Stopp, 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 stopp. Oh. Ah, da habe ich auch noch nicht drauf geachtet, dass ich da dann den Buff der Statue sehen kann. Das ist super. Ah. Oh Mann, ey. Hoppla. Nein, ach, stimmt, da war ja noch was. Ah, da kam ja noch was nach.
Ich weiß gar nicht, was daran so witzig sein soll, dass man mich hier überholt. Hey, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ärgerlich. Natürlich hat er genau wieder das unpassendste Timing. Ah. Aber wie der Gegner auch aussieht, ne? Mega. Immer wieder zum ersten Mal, ja. Ah, ich find's so geil mit diesem leuchtenden Schwert, hey, das ist einfach... Das gefällt mir. Aua, 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 aua. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Lauf, 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 lauf. Perfekt. Hua. Laufen, 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 laufen. Und eine kassieren. Das tat weh. Nice. Opalene Blasenträne. Purpurrote irgendwas. Purpurrote Bruchkristallträne. Eieiei. Wildes Zeug hier. GG Easy. Ja, der war gut. Der war angenehm. Hatte ich auch schon schwierigere Nummern. Und Dankeschön. So. Wer singt da? Du nicht. Ups. Alles easy.
Wow. Ach. Okay, du bist tatsächlich einfach ein Gegner. Nicht gegen die Felswand. So, was ist mit dir? Eine Scheibe Fleisch. Habt ihr mich hierher gelockt für Fleisch? Wenn ich jetzt hier schon mal in der Ecke bin, hätte ich halt gerne eine Gnade gefunden. Die suche ich jetzt eben. Finde aber keine. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott. Ich meine, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber wie geil ist das denn, das mal im Spiel wirklich selber zu sehen? Wie cool bist du denn? Ja, der Shit. Muss man dich besiegen, oder? Nee, muss man nicht. Also jedenfalls nicht mit meinem Zahnstocher. Stark. Und was seid ihr denn für Goldjungen da vorne? Das braucht eine Gnade, Leute. Ist das eine wichtige Ruine hier? Hexenfluchruinen, ja. Schon eher. Gleich mal markieren, dass ich hier noch nicht war. Was seid ihr für welche? Kopflose. Abgefahren. Ah, noch mehr Kopflose. Ich will gerade nichts von euch, Leute. Vierte Kirche von Marika. Da ist meine Gnade, die ich gesucht habe. Warum sie von Kopflosen bewacht wird, keine Ahnung. Oh krass, jetzt habe ich aber schon, also jetzt wird es dann langsam, jetzt habe ich drei von diesen Tränen gefunden oder die vierte schon. Jetzt schaue ich nochmal nach der Arzneimischung.
Verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Das ist natürlich nice. Mit den Tränen und der Saat wird man vollgeballert, echt, oder? Hm, dann ist natürlich nicht so cool. Also dann freut es einen weniger, irgendwann was davon zu finden. Ich dachte, das wäre auch eher was Seltenes. Kurzzeitiger Ausdauerschub. Nee, das ist Quatsch. Eigentlich will ich eine Heilung. So. Jetzt habe ich aber immer noch nicht die Träne gefunden, die Arznei gefunden, die richtige, wa? Warum? Ja, mehr geht hier nicht, ne? Das ist. Hier habe ich alles gefunden, was wichtig wäre in der vierten Kirche von Marika. Muss ich mich jetzt nicht mit den Kopflosen anlegen. Aber hier ist auf jeden Fall noch spannendes Zeug zu entdecken. Da war ich noch nicht, ne? Reit einmal noch schnell dahin. Würde aber wirklich jetzt langsam gerne in ein neues Gebiet kommen. Okay, nee. Alles klar. Wir haben einen Auftrag. Tote farmen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Oh, warte, du bist einer, den kann ich parieren. Und du zauberst. Ah, okay. Ja, nach der Hälfte ist es, glaube ich, vorbei mit der Pariererei. Jetzt ist es vorbei mit der Pariererei. Läuft, Marius. Viel Spaß, ey. Viel Spaß. Oh, scheiße. Ah, sie sind noch da. Okay. War eh nicht viel, oder? Ja, doch, 3.900.
Huch, das war die. Das war das falsche Gesöff. Mist. No, oh, so knapp. Ah, very, very close. Mist. Voll konzentriert bei der Sache bei solchen Dingern, ne? Dass, wenn ich die das erste Mal angreife, da geht mir auch immer die Düse. Da alles richtig zu erkennen und so weiter. Warte mal kurz, bevor ich es vergesse. Ja, das passt dir nicht, so viel Schaden zu kriegen, ne? Ah, damit. Oh. Na bitte, geht doch. Nice. Radagons Narbensiegel. GG, Dankeschön. So, wo wollte ich eigentlich hin? Da oben. Ah, typisches Open World Ding schon wieder, ne? Da will ich hin. Oh, da liegt was Süßes. Oh. Da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Oh, hier liegt was Süßes. Was passiert hier gerade? So. Oh, Ratte.
sie. Die haben mir meine Tränke wieder aufgefüllt. Nice. Schwingensense. Okay. Läuft. Das war schnell erledigt. Gar nicht lange überlegt, rein in die Ruine. Gesäubert, raus aus der Ruine. Vermute, dass das alles war, was es hier gibt. Da oben ist noch so ein Käferchen, aber der interessiert mich eigentlich gerade eher weniger. Wo wollte ich denn eigentlich? Da oben will ich eigentlich hin. Einfach mal zum Gucken. Hallo? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Was ist los? Alter, das Mausoleum wandert und wiegt den seelenlosen Halbgott in seinem Inneren. Oh! Das habe ich verstanden. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? Ja, erzähl mal. Marika's own words. Then, after thy death, I will give back what I once claimed. Return to the lands between. Wage war. And brandish the Elden Ring. Grow strong in the face of death. Warriors of my lord. Lord Godfrey. Ja gut. Aber warte mal, ich müsste eigentlich ein Level abmachen können, oder? Glaube 14 müsste jetzt reichen für die andere Waffe. Und nochmal einen Zauber. Kann ich jetzt den Feueratem? Nee, noch nicht. Ich glaube 15 brauche ich dafür. Drachenfeuer. Okay, wenn ich das richtig verstanden habe gerade, hat er gesagt, im wandernden Mausoleum liegt ein Halbgott. Und die Halbgötter sind doch die, die mit dem Elden Ring rumgepfuscht haben. Für mein Verständnis bedeutet das, ich will da rein. So, wie komme ich da rein? Wow. Oh. Oh.
macht auch Geräusche, wenn ich auf die Schädel haue. Ich glaube, ich bin hier auf was auf der Spur. Ich glaube, das passt. Nice. Wow. Okay. Was ist das? Bereits erhaltene Echos duplizieren. Echos ein, von denen ihr bereits Kraft empfangen habt. Eine Duplizierung kann nur einmal pro Mausoleum ausgeführt werden. Wait, nee, das will ich nicht. Oh. Ich dachte, mich erwartet hier mehr. Jetzt könnte ich mir die fette Axt besorgen. Quasi noch zusätzlich. Okay. Schade. Nicht das, was ich erwartet hatte. Nun gut. Jetzt endlich. Auf in neue Gefilde. Auch wenn die da oben mir erstaunlich viel wenn die erstaunlich viel aushalten. So, wo komme ich denn hier? Ach, ich sehe nicht, wie ich runterkomme. Er fliegt. Was ist das? Ein Heißluftballon? Was ist das? Es ist wirklich ein Heißluftballon. Okay. Ja, dachte ich mir schon fast, dass ich jetzt zu schwer bin. Hier ist Wasser, aber ich glaube nicht so tief, dass es mir gefährlich wird. Sehr gut. Kristalle. Oh, was seid ihr denn? Okay, nicht weiter tragisch. Nice. Bis hier rauf.
Also ich glaube, ich will in dieses Schloss, was hier mitten drauf steht. Das heißt, ich werde jetzt hier mal im Westen noch entlang laufen. Die Richtung passt ganz gut. Ja. Okay. Wer klingelt da? Niemand. Gnade. Wichtig und richtig. Neue Karte, ja. Jo, die Richtung wollte ich eh weiter einschlagen. Perfekt. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt lande. Ich habe es einfach mal gedrückt. Mal gucken, was passiert. Lionia, das Seenland. Ah, nice. Wow, okay. Okay, das ist... Oh, das sieht so geil aus, dieses Spiel, ne? Das ist so... gigantisch gut. Ich bin hinter den Gegner reingelandet. Wie gut war das denn jetzt bitte? Einfach random. Masterpiece, absolut, Seval. Das ist... Ich bin... begeistert. Ja, da muss ich rein. Dann schauen wir doch mal. Karte des Treffpunkts. Ihr habt eine einfache Karte gefunden. Ihr könnt sie im Inventar ansehen. Okay. Der Mann, dem die Karte gehörte, könnte auch auf der Suche nach dem einzigen Mittel zum Betreten der Akademie gewesen sein, einem Schimmersteinschlüssel. Also will ich dorthin jetzt als nächstes. Erstmal. Okay, Moment. Einmal markieren. Zack. Zack. Let's go. Wie schön das gerade aussah. Man spawnt einfach vor dieser Akademie und auf der Brücke und nur der Eingang der Akademie leuchtet in einem mega geilen Blau. Dann dreht man sich um, hat richtig geile Farben am Start. Wo laufe ich eigentlich hin? Da lang will ich. Und jetzt hier aus der Entfernung wieder. Mein Gott. Nee, das ist ein anderes Gebäude dort, oder? Nee, das doch, da war ich irgendwo, ne? Gerade. Ah, und man fühlt, wenn ich das jetzt hier schon wieder sehe mit dem Wappenrock und auf dem Reittier, das sieht auch einfach so Hello. Passend aus. Hello. Please. Over here. Bist du auch eine Blinde, die sich verlaufen hat und gleich stirbt, wenn ich mit ihr rede? Hello. It's rather chilly here, isn't it? My mistress sent me off on an errand, but I was accosted by a ruffian, and now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand, perhaps? That thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it.
Only he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Oh, thank you dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Ja, ich gehe auch nicht, ich gehe nicht zur Gnade den Weg runter. Ja, keine Ahnung, ich sehe hier keine Wege, es tut mir leid, aber ich guck mal, ob ich eine Hütte finde. Da, das da? Nee, das ist keine Hütte. Das ist einfach nur ein Feuer. Und eine Gnade, glaube ich, da oben glitzert was. Ganz, ganz klein. Den Weg runter, sagt sie. Und den, der Smartphone-Rücken, der war mir auch direkt aufgefallen, ja. Den Weg runter in einer Hütte ausruhen. Ich sehe leider keine Hütte, aber wir... Oder ich sehe gleich... Ich mache die Karte auf und dann werde ich schon sehen. LOL! Ein Schrimp! Ein riesiger Schrimp! Oh! Hilfe, Steuerung verkackt. Oh mein Gott. Autsch. Ey, wow, 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 Shrimpy Boy. Hören Sie bitte auf. Ich habe dir nichts getan, du tust mir bitte nichts. Ich setz mich nicht hin. Ich habe sie nur berührt. Okay, hier habe ich, glaube ich, mit ihr geredet. Und sie hat gesagt, eine Hütte den Weg runter. Das hier? Könnte sein, ne? Oder war sie hier? Ria, die Späherin. Ne, das war sie, ne? Dann war sie hier. Bitte den Weg runter. Schwer zu sagen. Könnte auch so ein kleines Ding hier sein. Geh mal zu 3. Oh ja, das sieht nach einer Hütte aus. Nice. Und wie er auch reitet mit dem Schwert in der Hand und hier durchs Wasser und da kommt wieder ein riesiger Schrimp aus dem Wasser raus. Die Farbe von dem Nebel und mein Beacon da vorne. Also ich bin wirklich... Die Hütte, wie die aussieht. Das ist richtig gut gemacht. Genau so hat so eine Hütte auszusehen. Hey, hast du das Smartphone von der Alten? Wollt ihr Ärger? Gib mir die Halskette. That necklace, what you're after, is it? Well, show me what it's worth to you, and I'll consider parting ways with it. I'm not in love with it or nothing. You're a shrewd one, Chief. First, you hand me the runes. Don't try nothing, neither. Ey, ich weiß nicht mal, wie viele Runen du willst. 1000. Ach komm, na, von mir aus. Alright. Take it. Things no damn use to anyone anyway. Your bloody idea, mate. Don't go crying to me later. Und jetzt gib mir noch welche von deinen Shrimps. Einmal die mal andere die Markierungen entfernen. Brauche ich nicht mehr, nicht, dass es nachher unübersichtlich wird.
Ah, hier ist noch auch das Teleskop, ja. Hi. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Ich hab sie. Oh yes, that is my missing necklace. Thank you kindly. I am in your debt. Did I forget to announce myself? I am Raya, in the service of Lady Tanith of the Volcano Manor. Volcano Manor. Stalwart Tarnished, who might join our house. You are very brave yourself. Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless, even to your own kind. Such strength is precisely what my mistress seeks. Okay. Please, take this. Einladung von Haus Vulkan. Brave Tarnished. Oder Vulkan. Seek the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. Okay. The most tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between, peering wistfully at the towering Erd Tree. But you are no ordinary tarnished. And once that is proven, the Volcano Manor will fully extend its invitation to fight amongst a family of champions. Okay. Läuft. Ich fühle mich langsam auch bereit dazu, PvP zu aktivieren oder beziehungsweise geradet zu werden, aber was ich nicht möchte, sind diese ganzen Nachrichten am Boden. Kann man das irgendwie separat ein- und ausschalten? Boah. Man geht in dieses Ding rein und es haut einen einfach um. Wobei das erinnert tatsächlich sehr an Anor Londo. Aber klar, hey, mein Gott. Warum nicht, wenn es funktioniert, ne? Mega. Ja, da oben ist tatsächlich eine Gnade. Habe ich doch richtig gesehen in der Entfernung. Aktiviere ich die auch mal. Nee, was machst du denn hier? Ja. Patches the untethered. I'm still in business, if you can believe it. Now I'm my only supplier, so I haven't got much. But everything here is top notch. Patches Emporium, now open in Rhea Lucaria. By the way, have you met that girl Raya? She's a strange one, but I believe she was in need of help. Ja, das ist schon erledigt. Ich wollte dich eigentlich auf die Kistennummer ansprechen. You're making your way to the Erd Tree, no? Well, I heard something that might help. A special means of reaching your destination. Ja, ja. Have you ever seen an Iron Virgin? The clunky contraptions are whirlwinds of sickles and spiked wheels. But long ago, they were endowed with a spell of transposition. And get this, a surviving virgin sits at the bottom of the big water wheel in the Academy of Rhea Lucaria, its transpositional powers fully intact. So right, if you get caught in it on purpose, it'll chuck you out straight at the base of the Erd Tree. Or so I'm told. Er wieder. Mit seinen seltsamen Infos. Er hat mir vergeben, ich wollte ihn ausrauben. Ja, ja. Ah.
Ey, ich bin einfach auch, wie man hier durch dieses Wasser reitet und wie das hier alles aussieht mit dem Nebel und... Ich war gerade schon wieder total begeistert, wie das hier aussieht. Mit dem Rot im Hintergrund, der Himmel und da leuchtet der Baum links und... Riesige Schrimps. Sind eher Hummer, oder? Ja, Flusskrebse. Flusskrebse sind's. Bin wieder total hin und weg. Okay, die Pflanzen gibt's hier nochmal in Blau. Ja, okay. Du zauberst auch was anderes. Ja. Du funktionierst ein bisschen anders. Weiterentwickelte Version oder eine anders entwickelte Version? Warum ist hier eine ganze Kirche? Ist die eingestürzt oder untergegangen? Ja, das ist jetzt die große Frage, ne? Tempelviertel. Habe ich hier irgendwie... Oh je, oh je, oh je. Jungs, wenn ich an euch ran muss, wird das aber... Schauen wir mal, muss ich an euch ran? Nee. Ha. Ja, hi. Ich glaube, wir beide... Schimmersteindrache Smarag. Ja, ich habe das Gefühl, wir beide müssen jetzt. Uff. Das ist heftig. Homing Missile incoming. Ah. Thorsten, ja, kleiner Drache. Der macht ganz schön viel Aua, der kleine Drache. Aber das ist doch exakt auch der Ort, der auf der Karte drauf ist, oder? Ja. Ja, ist es. Ich bin aber noch nicht bereit für diesen Drachen. Ha. Der macht mir zu viel und ich ihm zu wenig Schaden. Ich gucke jetzt noch mal dahin. Auf jeden Fall werde ich
näher dran mal noch nach einer Gnade schauen. Weil das ist schon ein Stück. Was ist das hier? Du bist doch der nette Typ mit der Maske. A great rune and had your audience with the two fingers at the round table hole. Ja, ja. What was your impression? Na, bin mir nicht so sicher. Seltsame Versammlung. Aha, your intuition serves you well. Mhm. My doubts had been piling up, you see. The words of the two fingers cannot be trusted. Truly, naught but rambling, senile delusions. I believe that when the Elden Ring was shattered, the two fingers were corrupted, their guidance skewed. Even worse, the fingers harbor no love for our kind. That's the part that irks the most. Okay. Oh, I have a gift for you, something fit only for the wise. Danke. Blutiger Eiterfinger. The draw of two fingers. Give it a try, won't you? And if it please you, may we meet again. I've high hopes for you, my Lambkin. Warte, was hat er jetzt gesagt, soll ich damit machen? Ach Mist, ich hab mich zu sehr über die blutigen Eiterfinger amüsiert. Ist das nicht, das ist doch irgend so ein PvP-Ding, oder nicht? Hier, davon habe ich doch schon einen Haufen. Versucht eine Invasion der Welt anderer Spieler. Naja, gut. Be sure to try that finger I gave you. There's no reason to dither. The tarnished were spurned by grace, forsaken by the two fingers. And now they ask you to mend their crumbling world? Your loyalties are misplaced with them. Ah, verstehe. Das ist quasi so ein bisschen die Story zum PvP und warum kann ich in die Welt anderer eindringen und so. Wer bist du denn? Wow. Er ist flink. Das waren 2000 Seelen, die sind jetzt hinüber. Gut. Wait. Es gibt hier Marikas Pfahl, das ist ein Boss. What? Lol. Jetzt? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte was hiermit tun. Ich höre doch hier auch was. Das ist aber hier drüben. Ach, so ein dämlicher Käfer.
Was habe ich jetzt da? Verstehe ich nicht ganz, warum hier Marikas Pfahl ist. Ja, alles voll mit roter Grütze ist. Sieht aus wie Pudding. Da hinten sind so ein paar Kürbiskopf-ähnliche Boys. Ich bin verwirrt. Leck ist sauber. lecker, lecker, lecker. Lecker, 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 lecker. Lecker, lecker, lecker. Erdbeerkuchen. Oh, nom, 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 nom. Entschuldigung. Mehr Debuffs sammeln. Da kommt schon wieder. Dann kommen immer so diese Seitenhiebe. Ah, oh Mann, ey. Marsmännchen. Ganz klar Marsmännchen. Muss ich dich tatsächlich killen oder kann ich... Können wir uns irgendwie anders einigen? Oh. Hoppla. Ach, guck mal. Da liegt Loot rum. Und er wacht auf. Was ist das hier? Ah, Mist. Was ist das hier? Ciao. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ah, wie geil das hier auch wieder aussieht. Im Nebel, da hinten diese zwei Türme und... Ach, ah, wir haben wieder eine singende. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob ich hier in dieser Akademie irgendwas anfangen kann jetzt. Ob ich zu schwach oder zu stark bin oder. Okay. War ich jetzt minimal überrascht, dass ich da einfach so jetzt durchgelaufen bin. Bisschen bunter hätten die Bleiglasfenster sein können, aber vielleicht sollen die auch so schwarz-weiß sein. Hoppala, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Es regnet. Oh mein Gott. Okay, wir haben wieder ein riesiges Schloss. Nein, das vorhin war eine Burg. Nee, das hieß auch Schloss irgendwas, ne?
Schloss Sturm, Sturm, Klippe, Sturm, Wind. Welcome to Hogwarts. Ja, ich hätte es jetzt... Ah ja, keine Ahnung, ich hätte es eher gesagt so Paris. Notre Dame. Den Glöckner, wir suchen den Glöckner. Hey Jungs. Habt ihr was gegen mich? Ja, ihr habt was gegen mich. Ah ja, ihr habt aber sowas von was gegen mich. Ich muss die leider zu oft prügeln für meinen Geschmack. Aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Hi, ich... Was ist mit ihm? Er zappelt da noch ein bisschen. Whoop. Ah, deine Reichweite ist nicht so hoch. aber wenn du triffst, dann triffst du richtig. Was war das? Ah, es ist halt auch noch wirklich Hogwarts, Leute. Nein, das, die Zauberer sind überall. Und wilde, keine Ahnung was. Puppen. Das sind Puppen. Das sind Puppen. Ich sollte vielleicht meine Waffe noch mal ein bisschen schmieden, fällt mir gerade so auf. Schöne Steinchen überall und hier werden Sachen gesammelt. Also eigentlich dachte ich ja nicht, dass ich hier... Ich dachte, ich sag mal hallo, warum habt ihr alle ein Problem mit mir? Eigentlich wollte ich euch gar nichts Böses, aber wenn ihr... mit blauem Glitzer auf mich schießt, dann wehre ich mich. Mache ich denen wenig Schaden. Den mache ich richtig wenig Schaden. Irgendwie habe ich es gerochen. Kann ich die nicht kritisch hitten? Oh, keine Ahnung. Wollte mir gerade keinen Crit geben. Gnadenimitator. Nee. Nö.
Eigentlich... Nö. Eigentlich nicht. Warum sind hier so viele Grabsteine und so? Und ich bin jetzt unter der... Ich bin jetzt unter der... Akademie drunter. Oder was? Was bewegt sich da? Ein Rad. Da hat der eine vorhin, der Patches hat gemeint, ich soll unten am Rad irgendwie, sei wohl, gäbe es wohl eine, Hundis, lass mich mal bitte. Was ist hier? Ey, also jetzt langt's dann aber. Ach, wie lange die einem hinterherrennen. Ätzend. Mist. Ärgerlich. Ich wollte mir eigentlich das da vorne in Ruhe anschauen, aber nein. Zwei Hundis müssen mitkommen. Und dann hören die ja auch nicht auf, zuzubeißen. Das ist jetzt ärgerlich. Am Fuß von diesem Rad hat Patches gemeint, sei eine eiserne Jungfrau, in die, von der ich mich fangen lassen soll. Oh mein Gott. Leute. Ja, dann kämpfe ich mich jetzt durch. Dann kämpfe ich mich jetzt ein bisschen durch, weil... Sonst wird es zu stressig. Ich habe mal vorausgeguckt, wird schon ungefähr die richtige Richtung sein. Rockenleber. Oh, hier sind viele von euch. Zu viele für meinen Geschmack. Hallo, ich stehe hinter dir. Nee, echt nicht? Okay. Wow. Ja, okay, nee. Das dauert eine halbe Ewigkeit, bis die hinüber sind. Ich gehe auf die andere Seite. Ich muss ja nur die Hunde bekämpfen. Die anderen kommen mir ja nicht wirklich hinterher. Die Hundis waren ja das Problem. Genau, perfekt. Das reicht ja schon. Wunderbar. Easy peasy. Aha, und du bist... Ah, so einer. Aua. Ups. Aber den bekämpfe ich. Nochmal schafft er das nicht. Nochmal schafft er das nicht.
bin ja gleich dort. Ist echt ein ganzes Stück. Aber wird schon passen. Ich habe jetzt nirgendwo anders eine Gnade gesehen. Hab auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier groß irgendwo abbiegen könnte. Ja, ich könnte jetzt jede Ecke dieses Friedhofs mir anschauen. Aber oh, 4 Hundis. Schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Oh, falsches Gesöff. Nope, 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 nope. Zu viele blauäugige Halbskelette. Okay. Kommt der letzte Hundi auch noch? Nee, haut ab. Tschüss. Tschüss, Sir. Und das hier ist ein Paternoster. Wild. So, jetzt haben wir aber erstmal einen vor uns. Jetzt habe ich natürlich blöderweise Hallo, ich durfte nicht ausweichen. Alter, ich hab doch so einen schon gekillt. Gut. Gravitationsfeld. Oh, dankeschön. Dunkelschmiedestein. Okay. Nun, das wird's wohl sein. Jetzt muss ich nur rechtzeitig aussteigen. Ich will erstmal nach oben, glaube ich, bevor ich auf die andere Seite gehe. Was bist du denn für einer? Du bist jetzt wieder ein einfacher Gegner. Sklavenarbeiter. Höre ich jetzt auf Patches und gehe direkt? Nee, das macht doch keinen Sinn. Ich könnte ja jetzt hier bis nach unten fahren auf der Seite. Ich hätte wirklich gerne erst eine Gnade hier. Hier oben. Seid ihr die Maintenance-Crew vom Paternoster, oder? Was gammelt ihr hier so einzeln rum? Okay, hier gab's halt nur ein bisschen Loot jetzt.
Hier ist sehr dunkel. Okay, da komme ich dann wahrscheinlich von oben zurück. Wunderbar. Einmal eine Gnade. Perfekt. Alles auffüllen. Ja, da oben sitzt schon der nächste Magierboy. Mach ich das? Mach ich das jetzt? Was ist denn hier? Haupttor der Akademie. Da lang bin ich jetzt. Wo bin ich denn lang gelaufen? Südtor? Hä? Jetzt bin ich hier? Ich bin äußerst verwirrt. Fahren wir nach unten? Wir fahren nach unten. Kann ich hier drauf hüpfen? Hopp. Okay, ja, schon irgendwie. Er hat gesagt, ganz nach unten. Ach, guck mal. Okay. Wahrscheinlich darf ich mich nicht zu... Ja. Okay. Haus Vulkan. Oder Vulkan. Nicht Vulkan. Vulkan ist ja der Planet von Mr. Spock. Ich erwarte jetzt hier keine Außerirdischen, um ehrlich zu sein. Und hopp! Und hopp! Ja, woher der Name wohl kommt, ich weiß auch nicht. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Keine Ahnung, wie man auf Vulkan kommt. Hey, Fledermäuschen, grüß dich. Na? Kommst du? Ach Gott, ich hasse sowas, ne? Lieben Viecher. Ihr habt Leben. Ihr habt Leben. Ihr habt mehr Leben. Entschuldigung. Entschuldigung. Nee. Ihr macht wahrscheinlich auch viel mehr Schaden. Yep, ihr macht mehr Schaden. Sorry. Wir sehen uns. Ich komme dann irgendwann mal wieder. Irgendwann mal. Jetzt aber gerade eher nicht so. Ich habe andere Pläne. Sorry. Tschüss. Oh, shoot. Okay. Alles kein Problem. Ah, dunkel. Wo bin ich? Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Einfach nach unten. Keine Ahnung, was hinter mir her ist, aber ich vermute, alles, was sich hier in der Umgebung auffällt, wird mich schnell und problemlos töten. Deswegen...
Ja, auch ihr. Auch ihr habt viel zu viel Leben. Okay, ja, ja, alles gut. Schnauze. Jetzt noch kurz zu dir da hinten. So. Ging eigentlich jetzt, aber ständig diese Attacke zu verwenden, ist jetzt auch nicht so der Plan. Weil da brauche ich verdammt viel Mana, wenn ich die ganze Zeit mit dem, oder Fokuspunkte, wenn ich die ganze Zeit mit dem Ding versuche, Schaden zu machen. Was liegt da? Das ist auch ein Stück von irgendwas, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es da drüben weitergeht. Jetzt darf ich ja wieder reisen. Guck's mir zumindest mal an. Wenn ich schon mal hier bin. Habe ich eigentlich mein Feuerschadenamulett drin? Das müsste mir hier ja helfen, oder? Ah. Lebenspunkt ist auch gut. Oh Gott! Oh! Heute habe ich ein Video übers Erschrecken gemacht. Oh Mann. Eine Bosstür. Ernsthaft. Ach, na gut, ich habe 700 See oder Runen. Gucken wir mal. Hey! Holy Moly? Will ich mich jetzt wieder von ihr fressen lassen? Ich glaube nicht. Ah! Okay. Sie hat mich sowieso gefressen. Ach, jetzt spawne ich hier wieder. Na gut. Eigentlich habe ich ja andere Pläne. Kirche des Kuckucks. Schulklassenraum. Ist es die Kirche des Kuckucks? Teleport zur Gnade, ja. Nein. Dann muss es der Schulklassenraum sein. Ja. Hey, zwei von euch. Grüß dich.
Keiner bleibt am Leben. Ihr habt mich einfach so angegriffen, jetzt greife ich euch einfach so an. Oh, haufenweise Magier, ey, ne? Ihr wisst ja, was ich von Magie halte. Kann ich mich einfach an euch vorbeischleichen? Nope. Oh mein Gott! Hilfe! Überall bling, bling, bling. Roter Wolf von Radagon. Ein Tierchen. Ey, es ist wirklich, es sieht aus wie in Hogwarts und ich bin tot. In die Bosstür reinretten, ja. Oder auch nicht. Der hat mir aber auch übel viel Schaden gerade gemacht. Ich weiß nicht so wirklich, ob ich hier gut aufgehoben bin. Stoppen Sie bitte. Hausschriftrolle. Handbuch 5 des Schimmersteinmetzes. Läuft, okay. Ah. Hi. Was geht hier? Blut. Schmiedestein. Und ein wunderbarer Blick auf den Baum. Auf den Erdtree heißt er, glaube ich, ne? Erdenbaum, oder? Ich glaube, so wird er immer genannt. Was wollte ich gerade gucken? Nee, nix eigentlich. Kann ich an euch einfach vorbei? Nö. Ja, doch. Schon irgendwie. Da vorne ist noch eine Kiste. Wie es hinter mir tut. Ey. Oh. Also Schaden kann ich ihm schon machen. Aber er knallt mir schon auch ordentlich ein paar rein, ey. Aber gut, das sind wir ja eigentlich gewohnt, ne? Sind wir ja eigentlich gewohnt. Habe ich irgendwas, was mir gegen diesen Wolf helfen würde? Ich meine, es gibt ja so... Hatte ich nicht vorhin irgendwie was Schutzschildmäßiges aktiviert?
Mist. Habe ich nicht irgendwelche tollen Schutzschildzauber? Nee, ne? Bestialische Schlinge. Das waren irgendwelche Steindinger und den Rest kann ich noch nicht benutzen. Restlichen Zauber. Ja. Hilft mir alles nichts, wenn ich sie nicht benutzen kann, ne? Okay. Probieren wir es nochmal. Alter! Mist! Ich kann den schweren Angriff nicht machen. Den aufgeladenen Angriff gegen ihn, der dauert gerade zu lang. Gerade so zu lang. Schade. Dieser hier. Es dauert gerade so zu lang für ihn. Nun, wie sich das alles ausgehen wird, wird in der nächsten YouTube-Folge kommen. Vielleicht gehe ich auch nochmal auf die Suche nach Heilung. Vielleicht finde ich ja irgendwie die richtige Träne. Ich muss nur alle Bäume abklappern, die da in der Umgebung sind, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher. Aber Arznei hilft gegen Krankheiten. Anscheinend habe ich eine Krankheit mir eingefangen von der guten Dame. Welche Arznei ich dafür brauche, wird sich zeigen. Ich sage, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.